Moin! Im heutigen Video, bei übrigens bestem Wetter gerade, soll es so ein bisschen gehen um einen weiteren Aspekt, um sein Solospiel so ein bisschen auszubauen. Und ich habe das Ganze genannt Improvisation Inside Out, also von innen nach außen. Was ich damit meine, würde ich gleich so ein bisschen erzählen. Und gibt wie immer dann nachher auch ein paar Hörbeispiele. Und jetzt gucken wir mal, was ich mir da so gedacht habe. Also, wenn man anfängt, Solo zu spielen oder wenn man schon dabei ist, es zu lernen und das ein bisschen ausbauen will, dann hat man viel Material, was man da draußen so findet, an Licks, Melodien, Linien, die man vielleicht aufgreift, die man irgendwo von seinem Lehrer gezeigt bekommt, die man auf YouTube irgendwo sieht, in irgendwelchen Beispielen bei Spotify oder wie auch immer. Und so nach und nach anfängt eben halt Sachen rauszuhören, was spielen andere und dann so ein bisschen sein Repertoire aufbaut an Sachen, die man eben halt in Solo-Geschichten machen kann. Das ist sehr schön. Das nenne ich immer von außen nach innen. Also man kriegt irgendwo Anregungen her aus dem Unterricht, von irgendwelchen Musikstücken, aus irgendwelchen YouTube-Videos und fragt irgendjemanden und baut das so nach und nach in sein Spiel ein. Das ist wunderbar. Was oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber ein total wichtiger Weg auch ist meiner Meinung nach, ist der Weg von innen nach außen. Was meine ich damit? Wenn man also anfängt, so ein bisschen zu singen, was man ja vielleicht hier und da auch mal ganz gerne macht oder eben halt auch mal heimlich für sich, völlig egal. Und dann anfängt, das, was man da singt, auf sein Instrument zu übertragen und das so ein bisschen übt, dann kriegt man nach einer Zeit eine Verbindung zwischen dem, was man spielt und dem, was man singt. Und zwar sowohl in die eine Richtung, also vom Spielen zum Singen, als auch andersrum vom Singen zum Spielen. Und diese Verbindung von Spielen und Singen ist beim Improvisieren eine ganz wichtige. Nicht nur beim Improvisieren, sondern auch wenn man sich Melodien ausdenken will über irgendwas oder wenn man anfängt, so ein bisschen Musik zu schreiben und da was sich ausdenkt und dann überlegend oder guckt, wie man das aufs Instrument übertragen kann, dann ist dieser Weg von innen nach außen, wie ich das immer sage, ein ganz wichtiger. Und da kann man so ein paar Sachen für machen, um das Ganze so ein bisschen ja, zu kultivieren, in Gang zu bringen. Und wenn man das nur mit der Gitarre macht, worum es hier geht, man kann es auch mit jedem anderen Instrument machen, dann ist es ein Weg, man sucht sich erstmal einen Ton in einer Lage, die man so ganz gut findet. Vielleicht ist es, bei mir ist es vielleicht das A, man kann aber auch was anderes geben, geht auch das G, völlig egal. Also irgendein Gesangston, der einem so liegt und spielt von da aus so ein bisschen erstmal das pentatonische Material um diesen Ton rum. Da kann man also schon mal sehen, mit welchem Tonmaterial man das so ein bisschen machen kann. Und dann sucht man sich einen einfachen Rhythmus, vielleicht diesen hier. Das wäre jetzt A mal 7 auf 1 und 2 und. Und jetzt macht man Folgendes: Man spielt diesen Rhythmus zweimal und in die Pause singt man erstmal eine Eintonmelodie, die einfach nur aus dem A besteht, auf irgendeinem Rhythmus, der einem gerade einfällt. Da, 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 da. 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 Hilfreich ist, wenn man das Ganze zweimal macht, also sprich einmal sich spontan was einfallen lässt, dann das nachspielt, dann das Ganze normal singt und nochmal spielt, weil man damit zweierlei übt, nämlich einmal diese spontane, ich lasse mir was einfallen und zweitens, man hört sich dabei zu, weil man es ja auch gleich spielen will und dann singt man es nochmal und spielt es nochmal, also man hört im Prinzip seiner eigenen Idee zu und reproduziert die dann gleich auch. Das ist im Prinzip mit eigenen Materialien dann nochmal der Weg von außen nach innen und wenn man das mit einem Ton gemacht hat, kann man beliebig oft machen. Dann kann man einen zweiten Ton dazu nehmen. Zum Beispiel in diesem Falle die Terz drüber, also das C, wenn wir in A-Moll bleiben, und dann macht man das Ganze normal.
ba ba day ba 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 down. Ba ba day ba dip day down. Man merkt auch schon, es kommt nicht unbedingt darauf an, dass man wunderbar schön singt. Das kann man natürlich machen, wenn man das kann. Sehr schön, aber ist nicht wichtig. So kann man auch mit dem zweiten Ton das so ein bisschen etablieren. Und wenn man das hat, dann kann man einen dritten Ton dazu nehmen. Von mir aus den Ganzton unter dem Grundton. Wieder mit dem Rhythmus. Das kann man eine ganze Zeit lang treiben, dann kann man auch von mir aus noch die anderen Töne dazu nehmen. Jetzt ist die Linie auch schon ein bisschen länger geworden, also man sieht im Prinzip diese Verbindung zwischen dem, was ich singe und dem, was ich spiele, versuchen zu etablieren auf verschiedene Art und Weisen. Und man kann das auch so machen, dass man nicht das so Ping-Pong-mäßig macht, erst singt, dann spielt, sondern indem man einfach beides gleichzeitig tut. Also sowas zum Beispiel. Das kann man eine ganze Zeit lang machen. Und dann, wenn man das übt eine Zeit lang, dann kriegt man so eine Verbindung zwischen dem Spiel und dem Singen. Und das ist sehr schön, weil man sozusagen das eine mit dem anderen voranbringt. Also ich habe eine Idee, die ich gesungen habe. Und kann die dann auf dem Instrument umsetzen. Oder andersrum, ich habe eine schöne Sache die gespielt. Und wenn man das eine ganze Zeit lang macht, auch gerne mit anderen Tonarten und anderen Rhythmen, dann kriegt man eine schöne Verbindung zwischen dem Gesanglichen und dem Spielerischen. Und das hilft beim Solospielen immens, weil man mit mal anfängt, nicht nur Licks zu spielen und die irgendwie zu verbinden oder sich, wie wir Gitarristen immer sagen, so in the box. Was auch schön ist, zu bewegen, sondern man fängt eben halt an, so ein bisschen in Gesangslinien seine Sachen zu spielen. Und das ist sehr hilfreich. Und auch wenn man zum Beispiel dann über Akkorde sich was ausdenken will. Und je mehr man das macht, desto mehr kriegt man so eine Verbindung zwischen Gesanglichem und Spielerischem. Und das ist eine sehr wertvolle Angelegenheit. Und wie in sonstigen Videos auch, gibt es da jetzt ein paar Beispiele zu. Drei verschiedene Akkordfolgen. Man sieht die so ein bisschen auf der Folie da links. Die erste Akkordfolge ist das ist F Major, E-Moll 7, A-Moll 7, A-Moll 7. Und findet alles in A-Moll statt, A-Moll Pentatonik kann man überall zunehmen. Und das zweite ist die zweite Akkordfolge ist. Das ist A-Moll 7 G im Wechsel und dann wieder A-Moll 7. Und das dritte ist. Das ist A-Moll wieder, oder A-Power-Chord und dann G und D drüber gespielt, also G-Power-Chord über dem A und dann vom G zum Fis runter. Und in jedem Hörbeispiel ist es jetzt so, dass ich erst nur einen Ton nehme und das damit mache, dann nehme ich einen zweiten, einen dritten dazu. Und dann gibt es so ein bisschen dieses Singen und Solospielen gleichzeitig. Der Gesang ist jetzt keine Schönheit, aber man kann trotzdem, glaube ich, ganz gut sehen, was ich damit meine. Und das erste Hörbeispiel kommt jetzt.
Okay, jetzt kommt das Hörbeispiel zur zweiten Akkordfolge, A-Moll 7G, A-Moll 7 im Wechsel und das Ganze klingt so. Okay, jetzt abschließend das etwas rockigere Beispiel mit A, G über A, D über A im Wechsel und das Ganze klingt so. Thank you.
Okay, das waren die Hörbeispiele. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Also die Idee ist, glaube ich, klar geworden, die Verbindung herzustellen zwischen Gesanglichem und Spielerischem. Erstmal in einer Tonart, die einem gut liegt. Und dann kann man das Ganze vielleicht ein bisschen nach oben bringen, ein bisschen nach unten bringen. Aber wie bei vielen Dingen ist total wichtig, dass man das lange macht. Also nicht eine Woche und denken, jo, jetzt habe ich es im Griff, sondern kontinuierlich in seinen Übeplan und in sein Spiel mit dem Instrument einbauen und immer wieder zwischendurch machen. Das setzt sich mit der Zeit und dann kriegt man tatsächlich eine schöne Verbindung zwischen Gesanglichem und Spielerischem. Und gerade wenn man eben halt sich Sachen einfallen lassen möchte, wenn man irgendwann anfangen möchte, Songs zu schreiben, ist das total hilfreich. Oder wenn man eben halt damit sind wir ja angefangen, sein Solospielen ausbauen möchte und eben halt von den fertigen Licks so ein bisschen wegkommen möchte, sondern eben halt so das eigene, was einem so einfällt, Melodiematerial in so Solo-Sachen übertragen möchte, dafür ist das total hilfreich und deswegen gerne länger machen. Eigentlich hört man da nie wieder mal auf. Also wenn man anfängt, das so ein bisschen einzubauen in seine Praxis, das lässt sich auch noch ein bisschen komplizierter treiben, wenn man also die Akkordfolgen irgendwann komplizierter macht und dann darüber singt. Also wenn man jetzt in Richtung Jazz-Sachen denkt, also 2-5-1-Geschichten oder was einem da so einfallen kann und darüber gesanglich sich bewegen kann und das Ganze dann aufs Instrument übertragen kann, das ist total hilfreich und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Idee, eben halt diese Verbindung zwischen Gesang und Spielen herzustellen und über lange Zeit zu etablieren. Das bringt einem auf jeden Fall was. Okay, sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss!